Was? Heute ist doch gar nicht Montag. Ja, mit leichter Verspätung kommt diese Folge ins Hirn. Und das mit einer neuen Ausgabe von Frontside Short. Gib mir das Intro. Ho! Ich habe vor einigen Monaten schon mal berichtet, dass die Polizei nun auch stark auf die E-Sport-Szene blickt, denn es gibt ja haufenweise Meldungen, dass dort viel manipuliert wird. Und anscheinend haben sie jetzt einen erwischt, der solch welche Spielmanipulation durchführt. Sein Name ist Lee Life Song Hyun. Schon mal sorry, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Dieser junge Kerl ist momentaner Vize-Weltmeister in StarCraft 2 und gilt als weltweit bester Spieler in diesem Game. Aber warum ist er nur Vize-Weltmeister? Man geht momentan davon aus, dass er gegen sich gewettet hat, dass sein Gegner kein so ein riesiger Name ist wie manch anderer in diesem Business und deshalb die Quote umso höher war. Er ist auch bekannt, dass er gerne mal illegalen Wetten abschließt, nur hat man bislang einfach ihn machen lassen. Und jetzt hat er den Salat. Die Polizei sucht immer noch nach handfesten Beweisen und wenn sie die bekommen, kann es durchaus sein, dass er für mehrere Jahre in den Knast wandern muss, da Spielmanipulation ja eine echte Straftat ist. Klassischer Fall von Höhenflug, denn wenn man Preisgelder von über 500.000 Euro abkassiert, dann kann es schon sein, dass sich das Geld in den Wahnsinn treibt und man einfach mehr haben will. Und da wir alle wissen, dass die Asiaten in Sachen Gaming um einiges krasser sind als wir hier zum Beispiel in Europa, gibt es nun einen neuen Weltrekord. Der YouTuber namens... Ja... Wer mir sagen kann, wie man den Namen ausspricht, dem überweise ich 5 Mark. Auf Twitch heißt er Dodai2525, vielleicht kann man das ja mit dem verbinden. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich vorgenommen, Super Mario Bros. Durchzuspielen und das vollkommen blind. 3 Monate hat er trainiert und trainiert und hat das Spiel in 14 Minuten und 46 Sekunden durchgezockt. Die Taktik kann man in dem Video auch wunderbar erkennen, denn er benutzt die Feuerbälle, um sich zu orientieren. Denn die geben Soundsignale ab und so kann er einschätzen, ob er richtig steht. Außerdem quasselt oder singt er mehrmals bei Passagen, wo es darauf ankommt, richtig zu rennen, um zum Beispiel an den Feuerkreisen vorbeizukommen. Da kann man einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord und ein neuer Eintrag zu den Sachen, die ich nie schaffen werde. Schade, schade. Und noch zum Schluss ein Bild, was schnell die Runde machte, denn viele kennen ja den Konsolenkrieg zwischen den Leuten, die eine Xbox haben und denen, die eine Playstation haben. Und das wird noch Jahre so gehen, einfach schrecklich und unfassbar nervtötend. Jetzt kommen wir aber zu dem Bild, was viele Leute bewegt haben, und zwar dieses hier. Ob die beiden flirten oder vielleicht sogar ein Paar sind, weiß keiner. Aber hier wird die Romeo und Julia Geschichte gerade neu geschrieben, aber nur in dümmer. Xbox hat darauf sofort reagiert mit einem Bild und einem Achievement. Love knows no console. Ach schön. Ich muss kacken.